Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir werden heute den Karlberg fertig machen, denn ich habe vor, uns nochmal jeden einzelnen Trainer vorzuknöpfen, den wir verpasst haben, bevor wir uns dann anschauen, was Ignaz dort oben, nicht Ignaz, ich verwechsel ihn immer, was Avenaro oben gefunden hat. So hieß er, richtig. Ich sage immer Ignaz, aber so heißt er gar nicht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ignaz war der eine aus der Top 4. Mit irgendwie zwei Feuer-Pokémon und ganz vielen Random-Pokémon. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Genau. Er heißt ja auf Englisch Bug. Aber auf Deutsch heißt er Avenaro. Also großer Unterschied. Aber naja. Wenn du R kämpfen jetzt? Was bedeutet das, Kämpfe zu gewinnen? Dem will ich auf den Grund gehen. Willst du mir dabei helfen? Nee, okay, beide. Du hast den ganzen langen Weg nur wegen der Pokémon auf dich genommen? Welch ein Einsatz! Naja, natürlich, ne? Natürlich! Was soll ich denn bitte ohne Pokémon hier machen? Oder was heißt ohne Pokémon? Okay, was die gemeint haben, kann man in verschiedener Art und Weise verstehen. Aber ist ja auch unwichtig. Interessante Pokémon, die die haben. Damiplex und Resurf. Sieht man auch nicht alle Tage. Tails bewundert neugierig mein neues Outfit. Ja, ja, wunderschön. Das hat man nur bekommen, wenn man dieses Spiel hier bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gekauft hat. Ich glaube, bis Februar oder so gekauft hat, hat man dieses Outfit bekommen. Tja. Und natürlich, wie man mich kennt, hole ich meine Pokémon-Spiele immer Day One. Also, ja. Ich musste mir das Outfit natürlich holen, weil es ist das Platin-Outfit und Pokémon Platin ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Schön, dass er brennt. Wir können uns jetzt nur noch auf Rasa konzentrieren. Obwohl er jetzt eigentlich auch sowieso down ist. So, machen wir es aber so. Warum nicht? Ja. Jetzt, wo ich das gerade aufnehme, haben wir den März. Und hier im März gibt es auch ein Event. Das habe ich auch schon gesagt, diesen Brief. Was genau dieser Brief mit irgendwas zu tun hat, das werde ich euch auf jeden Fall noch früh genug zeigen. Oder was heißt früh genug zeigen? Das eher nicht. Aber ich will nur noch mal sagen, falls dieses Video noch rechtzeitig online kommen sollte, den Brief kriegen wir nur noch im März. Oder bis Ende März. Ich glaube aber, wenn das Video rauskommt, ist es vielleicht sogar schon zu spät. Aber ich habe es ja letztens in irgendeinem paar Folgen nochmal gesagt. Und im April kommt nochmal ein Event. Das letzte Event dann. Da geht es dann um irgendeine... ja, um irgendein... Moment. Wasserattacke natürlich. Da geht es dann um irgendein Haus, wo man reingehen kann. Ich will natürlich nicht spoilern, ne, weil ich selber dann zeigen möchte. Wenn es dann für beide Events soweit ist. Also das eine Event könnte ich ja schon machen. Ich habe mir den Brief schon geholt. Habe ich auch gezeigt. Ja, das andere Event werde ich dann auch noch zeigen, sobald es dann erhältlich ist. Genau. Damit ihr auch Bescheid wisst, was wir so demnächst machen werden. Aber heute machen wir erstmal den Karlberg hier zu Ende. Denn... Warum hat das jetzt nicht so effektiv? Oder warum hat es nicht so viel Damage gemacht? Verwundert mich ein bisschen. Das müsste eigentlich ein Feuer-Pokémon sein. Und so. Ja, wir werden heute hoffentlich nicht so viele Trainer noch besiegen müssen. Weil das ist schon ein riesiger Ort und ich will jetzt nicht alles absuchen. Ich werde versuchen, alle Trainer zu finden, aber ich kann mir nichts versprechen. So, aber wir können ja schön leveln bei den Trainern. Das ist auch mein der Hauptgrund, warum ich das hier mache. Weil man hier echt gut leveln kann. Bis auf einen Pokémon sind jetzt alle Level 70. Und drüber. Nice. Und ja, das ist ziemlich gut. Ist eigentlich jetzt egal, was die alle einsetzen. Ist eigentlich ziemlich egal. Bam, das war's. Ach ja, und jetzt wo Avenaro, wie auch immer er hieß, nicht mehr bei uns ist, heilt er uns nicht mal nach jedem Kampf. Das ist ein bisschen traurig. Aber naja, egal. Jetzt weiß ich noch weniger als zuvor.
Dein Einsatz hat dir den Sieg eingebracht. Vielleicht gibt es beim Siegen gar keinen tieferen Sinn, aber ich kämpfe trotzdem. Das zeichnet einen Trainer aus. Die Pokémon hier treten ständig gegeneinander an. Das erklärt wohl, warum sie so stark sind. Ich glaube, hier gibt es nichts, oder? Doch, ein Item. Ein Sonderbonbon, ja, das ist toll. Habe ich letzte Folge drüber geredet. Wie kommt man denn da hin, an diese Kraxlerstelle? Keine Ahnung. Kann ich jemanden Fahrrad benutzen? Ja, kann ich. Das macht es ein bisschen schneller. Mhm. Hier komme ich da lang. Gibt es hier ein Item? Es muss ja ein Item geben, oder? Warum sonst sollte man hier lang können? Nö. Einfach so. Okay, dann auch cool. Ich hoffe, ich habe noch genug. Genug von den Schutzen. Ja, so hier. Also sonst haben wir gleich ein großes Problem, wenn nicht. Oh, eine Feuertafel! Ist es nicht genau das Item, was wir Tricky gegeben haben? Hier steht was drauf. Als das Pokémon aus dem Ei schlüpfte, wurde ihm die Kraft der Tafeln zuteil. Welches Pokémon schlüpfte denn? Hm? Vielleicht ein Gott? Da oben habe ich welche gesehen, die wir noch nicht gemacht haben. Also ich meine, die hätten wir noch nicht gemacht. Also ich meine, wer kennt's nicht? Hier mit einem Fahrrad einfach so Steine weggeschlagen. Bam. 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 Ja, kennt man. Bam. 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 Und it's fight. Mit Pokémon zusammen zu sein, macht mich glücklich. Und wenn wir im Kampf siegen, bin ich noch glücklicher. Mein Pokémon und ich sind echt freundlich. Im Kampf zeigen wir allerdings eine andere Seite. Oh oh. Die meinen's ernst. So ein süßes kleines Navita, noch nicht entwickelt. Und dann ein Piondragi. Aber warum hast du dein Navita noch nicht entwickelt? So ein hohes Level. Und Navita ist immer noch kein Despotar. Das ist. Ja. Tails überlebst du schon, oder? Oder Tails? Ja, ne? Ja, ja, doch, es ist Tails. Überlebt das locker, wenn er eine Erdbeben bekommt, oder? Oder Tails? Ist doch easy. Das war das Risiko. War sogar ein Crit? Hä? Uff. Das war ungünstig. War nicht so smart. Aber hey, Level up. Wahrscheinlich so Tails, die ganzen XP geklaut. Trick ist angeschlagen. Packen wir einfach mal Schnurgas rein, weil Schnurgas ist ein schnelles Pokémon und dann ist die Sache hier schnell gegessen. Ein Makargo. Ja, da hätte jetzt Tails natürlich helfen können, ne? Aber auch egal. Eroas drauf und dann machen wir schnell. Oh, kill das bitte schnell, weil es macht uns bestimmt einen One-Hit-Attack gegen meine Pflanzen-Pokémon. Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Oh, ich wusste es, ich wusste es! Ah, das macht gar keinen... ich kann nicht mal reden hier. Alter, dieses Makargo. Yay, das ist toll, dass du ausgewichen bist. Aber jetzt brennen wir alle! Wir stellen Flammen! Nein! Ja, dann müssen wir wohl tauschen, wa? Oder vielleicht können wir einen anderen Attacker einsetzen. Es dauert zu lange zu tauschen. Wir wollen die Kämpfe schnell machen. Ja. Wir haben nicht ewig Zeit für die Kämpfe, das ist das Problem. Und ich möchte auch alles in eine Folge packen. Deshalb ist das auch ein großes Problem. Nein, das reicht natürlich nicht. Ah, ja, schön, dass die Verteidigung sinkt. Kommt aber ein bisschen spät. Und ich bin tot. Dadurch sterbe ich nicht? Okay, habe ich krassere Verteidigung, als ich dachte. Komisch, dass es nicht Schnurgas angreift. Okay, gut, Stichera, ne, macht sehr, sehr viel Damage, weil es sehr effektiv ist, aber... Schnurgas hat ja selber keine krasse Verteidigung, ne? Ja, wie auch immer. Ist jetzt auf jeden Fall down. Egal, wer von beiden den jetzt killt. Ja, egal. Einfach mal down.
Ja, Makago, starker Gegner. Könnte man auch überlegen, ob man den mal irgendwann ins Team tut, ne? Ich bin auch noch Niederlagen noch glücklich. Ich könnte die wahre Paloma nicht entfesseln. Pokémon trainieren. Mit Pokémon Spaß haben. Menschen sollten das tun, was sie glücklich macht. Das ist jedenfalls meine Meinung. Beim Betreuen von Pokémon sollte man standhaft, aber auch einfühlsam sein. Hitzekoller! Das wäre eine interessante Attacke für Tricky. Hitzekoller? Doch, doch, why not? Oh, hier sind Kämpfe, die wir noch nicht gemacht haben. Wenn meine Vogel-Pokémon mit den Flügeln schlagen, wird die Glut der Aggression getilgt. Meine Pokémon können alles zerstören. Glaubst du echt, eine Chance gegen uns zu haben? Das wäre so ein Satz, den ich bringen müsste, nicht du. 6 Pokémon! Und dann kommt er mit einem Rabauz! Entwickel es doch zumindest, wenn du schon so... Wenn du schon so einen Satz bringst, dann entwickel doch zumindest mal einen Rabauz. Okay, beide haben 3 Pokémon. Dann wäre es ja nur fair, wenn ich auch selber nur 3 Pokémon benutze, wa? Kann ich nicht irgendwie alle angreifen? Egal, machen wir es so. Egal. Wird schon klappen. Mal down. Wir müssen mindestens 3 Runden hier diesen Kampf machen. Aber das wird wahrscheinlich hier der längste Kampf sein in der Höhle. Zumindest was die Pokémon-Anzahl angeht. Von Leveln her natürlich überhaupt nicht. Kann uns schon auffallen. Zumindest der Terra. Jetzt kriegt halt so Tails gar keine Level mehr. Ah, blöd. Das ist echt blöd. Ich muss gleich mal heilen. Ich mag das mal ungern machen, aber... Ich glaube, ich heile gleich nach dem Kampf. Ich möchte, dass alle hier Erfahrungspunkte bekommen. Nicht nur einer oder so. Genau. Zack, damit sollten auch beide down sein. Mal sehen. Bam. Yep. Ja, die können halt beide nichts, ne? Deshalb sind sie doch eigentlich die ersten Gegner hier. Aber wir haben sie einfach konkret geskippt. Unten rechts waren wir übrigens schon. Aber ich gucke trotzdem gleich mal kurz in die Richtung nach, ob da noch was anderes war. Aber ich meine, unten rechts war wirklich nur dieser eine Doppelkampf, von mehr nicht. Oben rechts und da bestimmt noch welche. Oh, was? Irgendwas mit Liebe. Wahrscheinlich Verbrennung weg, oder? Kramchef und Karpilz. Beides Pokémon, bei dem man überlegen könnte, ob man die nicht vielleicht ins Team tun möchte. Moment, Karpilz, Pflanzen-Pokémon, dann müssen wir eine andere Attacke einsetzen. Knirscher zum Beispiel sollte normal effektiv sein. Ah, ja, ja. Nee, komm, erstmal Kramchef. Nö, greif mich nicht an. Haha, zu schnell. Too fast for you. Der Moment, wenn der ein Baum dir ausweichen kann. Das tut schon weh. Das wird auch reichen. Nein, überhaupt nicht. Oh. Na gut. Dann eine extra Runde. Warum nicht? Flammenwurf. Und jetzt bist du weg. Ja. Wir konnten uns nicht mal in die Lüfte schwingen. Wir waren dir einfach nicht gewachsen. Ja. Das stimmt. Die Feuerattacke fliegen ist in den Höhen leider nicht so nützlich. Es ist ein Jammer. Dein Team kann zwar Steine zerschlagen und Felsen zertrümmern, aber deinem Kampfgeist konnte es nicht mal die eine Delle verpassen. Hehe. 4 habe ich noch, okay. Aber ich wollte heilen. Okay, wir haben noch schön viele Beleber. Muss das jetzt halt richtig angehen, das Ganze. Ja, reicht. Ein Überheiler. Ja, übertrank, meine ich. Und dann kurz die Reihenfolge ändern. Passt schon. Reicht fürs Erste, ja. Und von hier kommen wir. Und da sind wir runtergegangen. Okay, nächster Schutz. Hier sind nochmal Kämpfe. Die wir nicht gemacht haben.
Die hier versammelten Trainer an Pokémon sind keine leichten Gegner. Sie haben alle den einen oder anderen Trick auf Lager. Alles bereit, der Kampf kann beginnen. Ja. Aber bitte nicht so viele Pokémon haben, okay? Das ist ziemlich gut. So drei Pokémon. Das ist schon wenig. Schon die Hälfte von dem, was wir vorhin ertragen mussten. Aber hier kommen irgendwie nur Doppelkämpfe auch, ne? Und vor allem meistens auch nur hier diese beiden Ast-Trainer. Ich finde das in Pokémon immer lustig, wie so eine Kategorie an Trainern immer gleich aussieht und dann, wenn eine Kategorie eine andere Haarfarbe hat als, ja, na, als man normalerweise hat, weil ich denke jetzt nicht, dass es normal ist, grüne Haare zu haben, ne? Ich finde es lustig dann, wie jeder Trainer dann so grüne Haare hat, gleichen Outfits, gleichen Hairstyle und ähnliche Pokémon zum Teil. Finde ich lustig irgendwie. Ja, Kangama ist so ein Pokémon. Ich finde, seit es die Mega-Entwicklung hat, ist es schon viel besser geworden. Aber jetzt hier ohne Mega-Entwicklung finde ich es etwas lame. Auf jeden Fall. Du bist schon mal weg. Okay, letztes Pokémon von euch. Oder zumindest von der. Ja, Muschelglocke, komm, zeig mir das längste Pokémon. Ein Giga-Sauger, nee, das war meine Attacke. Ein Ursaring. Guck mal, sowas wie Ursaring habe ich hier viel, viel mehr erwartet. Weil sowas wie Ursaring kennt man eigentlich, dass die irgendwie so in Late-Game-Orten auftauchen, zusammen mit so Georox und so Machomais und sowas. Keine Ahnung. Ich mag Ursaring, das wisst ihr aber. Und Teddy ist auch sehr süß. Aber du bist ein Gegner, deshalb bist du weg. Bis dann! Oh, nicht mal Level Up, schade. Auch die sollte man nicht unterschätzen. Ah, wir sind die Items ausgegangen. Dann kauf dir mehr. Die Pokémon, die dir antriffst, werden es dir nicht leicht machen. Wie es aussieht, waren wir doch noch nicht für dieses Abenteuer bereit. Lull. Okay. Hier waren wir. Ja, ja. Unten rechts wissen wir schon. Da geht jetzt nicht extra nochmal lang, weil ich habe auch nicht so viel Schutz und alles. Und nur Zeit. Bin mir ziemlich sicher, dass da nichts mehr ist. Ja, ich finde, das hier wäre ein perfekter Ort gewesen für eine TM. Aber hier ist ein Top-Elixier. Ich meine, es ist top. Aber es interessiert mich nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Bin mir da echt unsicher, deshalb fahre ich da tatsächlich nochmal hin. Oh, was denn hier? Ein Item. Oh, etwas Geld. Naja, nehme ich mit, ne? Warum nicht? Warum soll man so viel Geld denn nein sagen? Und was gibt's denn hier? Ah, nichts. Boah, cool. Ne, Leute, ich glaube, falls wir die noch nicht haben, sind es die letzten Gegner. Die haben wir tatsächlich noch nicht. Suchst du auch das legendäre Pokémon? Dann lass uns kämpfen. Ein legendäres Pokémon? Was wird sie hier erreichen? Ich werde dich auf die Probe stellen. Das scheinen hoffentlich die letzten Trainer hier zu sein. Doch nicht so viele, wie ich dachte. Also nicht so übertrieben viele, meine ich. Na gut. Aber ich meine auch, dass das die letzten Trainer sind im Spiel. Hoffentlich. Ah ne, sind's nicht. Mir fällt gerade noch ein anderer Ort ein, wo wir hin müssen, wo noch ein paar Trainer sind. Naja. Wir haben aber sieben Po... 7, genau. 5 Pokémon. Das ist ein bisschen viel. Aber... wie ihr seht, kommen wir damit gut klar. Und warum hast du ein Kindwurm? Entwickel es doch mal. Ich meine, die Endentwicklung ist sogar ein Drachen-Pokémon. Du liegst schon richtig, aber du bist so gut davor. Ach Gott. Eieiei. Ich werde diesen Ort nicht verlassen, bis Scorpion Level 70 ist. Und wenn das letzte ist, was ich tue. Jetzt zumindest war das der Plan. Ein Drasche! Ja, ja, Kind wird schon mal entwickelt, ne? Jetzt nochmal entwickeln. Dann ist perfekt. Dann haben wir einen geilen Kampf hier. Mit einem wirklich starken Pokémon. Nein. Was ist denn jetzt?
schlechtes Pokémon aus irgendeinem Grund. Der andere hat einfach einen Tauros. Keine Ahnung, was für ein Tauros hier will. Das ist voll wild. Das ist Tauros. Ja, macht nicht so viel Damage. Ja, nicht so viel. Bla bla. Tauros sollte aber jetzt down sein? Auch nicht. Ah, mies. Hätte aber klappen können. Oh, wohl, Risikotackle, Risikotackle. Geht's down? Als ob! Dieser eine KP! Ist das dein Ernst? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Dieser eine KP! Really? Are you kidding me? Na, jetzt ist es down. So, jetzt kann er schon mal sein letztes Pokémon rausholen und ich mach dann mit Chelterra eben das Drachel down. Ein KP, oh nice. Okay, schön, Level 75 schon mit Chelterra. Das geht aber flott. Maximal Level, wie die meisten wissen sollten, ist Level 100. Also wir sind da schon nah dran, finde ich. Nicht mal so weit weg. Natürlich werden wir das nicht mehr im Let's Play sehen, aber vielleicht vielleicht level ich sie privat nochmal auf Level 100. Ernsthaft? Jetzt, wo ich es brauche? Knircha. Okay, du bist aber immer noch sehr effektiv. Na, dann ist ja gut. Bam. Als ob. Was ungefähr? Ja, Robustheit. Okay. Es wäre so oder so jetzt gestorben. Egal, ob ich jetzt mit Shelter angreifen konnte oder nicht. Bye, bye. Nom, nom. Yummy. Keine Kraft mehr. Du und deine Fuhrmann haben euch das Recht erworben, hier sein zu dürfen. Und was habt ihr so erworben? Den Fail. Das legendäre Pokémon, das tief unten in einem Vulkan schläft. Ist es vielleicht ein Drachen-Pokémon? Weiß nicht. Es mag etwas seltsam klingen, aber ich bin wegen des Schwefelgeruchs der vulkanischen Gase hier. Okay. Sehr interessant. You do you, pal. Okay, ist nix. Was? Oh, okay. Alles klar. Top-Belieber ist trotzdem cool. Okay, das sollte alles gewesen sein. Hoffentlich. Falls ich was verpasst habe, dann habe ich halt was verpasst. Dann leben wir damit. Und ich muss den Ausgang hier suchen. Naja, hier waren wir. Oh, jetzt bin ich trotzdem nochmal zurückgefahren, ne? Oh, ups. Wo geht's denn lang? Ich muss kurz den Weg finden. Ich meine, wir hätten jetzt so gut wie alles und jeden besiegt. Hier geht's lang. Ah, verdammt, ist das mein letztes Schutz? Ja, also eins habe ich noch tatsächlich. Okay, das ist nicht so schlimm. Hier sind wir da. Zack. Können abgehen davon. Genau. Und jetzt heilen wir kurz und speichern ab. Für den Fall der Fälle. Weil wenn die da sagen, da gibt es ein legendäres Pokémon. Das macht mir schon ein klein wenig Angst, ne? Ja, ich brauche Schurgas nicht unbedingt im Kampf. Okay, versuchen wir's mal. Let's go. Hey, was geht denn hier ab? Hehe, sieh das an, Maike! Das ist der Magmastein, der Schatz des Kahlberges. Und da ich ihn gefunden habe, bin ich jetzt wohl der beste Trainer von allen. Danke für die Hilfe. Uff. Oh nein, der Vulkan bricht doch nicht aus, oder? Boah, wow. Das war heftig. Der Vulkan bebt förmlich. Vielleicht bricht er sogar aus. Ach was, das wird schon nicht passieren. Man sieht dich, Maike. Grüß mit deinem hibbeligen Trainerkumpel. Und du gehst jetzt einfach? Und wer ist hier nicht? Echt nicht? Ich dachte, hier wäre noch mehr. Okay. Vielleicht kommt da später noch mehr. Eigentlich kommt da ein Kampf. Bin verwirrt. Das google ich mal.
Okay, ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie man hier den Kampf triggert. Dafür müssen wir aber noch mal raus. Und da wir vorhin ein Fluchtteil bekommen haben, setzen wir es auch direkt ein. Hä? Geht das nicht? Oder geht das nicht, weil ich hier drinne bin? Geht das dann hier? Ich möchte jetzt nicht den ganzen Weg zurücklatschen. Okay, hier geht es. Alright. Ja, hi, Tails. Genau. Wir müssen erstmal wieder zurück. Wir können eigentlich von hier aus auch wieder fliegen. So. Wir müssen. Ich meine zum Überlebensareal. Und dann in einem Haus mit jemandem reden. Der aktiviert dann das Event. Oder zumindest halt den Kampf dort. Oh. Zum Haus kommt man aber. Moment. Komme ich nicht auch zum Haus, wenn ich vom Pokémon Center aus direkt nach links latsche? Das sieht so aus, als könnte ich da durch die Bäume durch. Hier. Ups. Doch, hier kann ich durch. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Ist das richtig? Ja. Und dann wartet der Typ hier. Alles klar, Opa. Ich werde den Magmastein zurückbringen. Deiner Geschichte zufolge scheint ja der Magmastein das Pokémon aus dem Vulkan zu beschwichtigen. Und keine Sorge, diesmal schaffe ich es alleine. Genau, er hat erstmal mit seinem Opa über den Stein geredet, er darf ihn nicht behalten. Was? Der Magmastein wurde gefunden? Ist die Legende also wahr? In dem Fall könnte das Pokémon des Vulkans erwachen und einen Ausbruch verursachen. Oh oh. Jetzt müssen wir Schnäulnix wieder zurück. Blöderweise kann man sich da nicht hin teleportieren. Bedeutet, ich muss den ganzen Weg zurücklatschen. Das schneide ich natürlich für euch. So, ich bin jetzt nochmal den ganzen Weg hier hingelatscht. Zu Fuß. Aber man kann ja nicht hinfliegen. Und nun erscheint hier ein legendäres Vulkan-Pokémon. Heatran! Und zwar ist es Heatran! Oh yeah. Ich meine, Heatran wäre einer der wenigen Legis, die ein Geschlecht haben können. Ja. Yep. Und für mich war Heatran schon immer weiblich. Ich weiß nicht, ob es nur weiblich sein kann. Aber für mich persönlich war es auf jeden Fall immer weiblich. Und damit ich es nicht vergesse, oder bevor ich es vergesse, ne? Flottball. Immer den Flottball versuchen. Es kann immer funktionieren. Eins. Okay. Die Chance war jetzt nicht so hoch, aber wie gesagt, es hätte funktionieren können. Aber gut, für den schlimmsten Fall haben wir auf jeden Fall noch einen Timerball. Ich weiß nicht, ob eine Wasserattacke ihn one-hit, weil der ist auf unserem Level. Er ist Level 70 und Tails ist Level 72. Sehr effektiver Attack auf seinem Level könnte ihn schon umbringen. Das macht am wenigsten Damage. Siedewasser. Das könnte ihn schon one-hitten. Oh, tut's aber nicht. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön, schön. Wie findet ihr eigentlich das neue Legi-Theme? Ich war allgemein noch nie ein Fan von Gen 4 Legi-Theme. Das, was wir gerade hören. Oder auch das von damals. Fand ich immer viel zu langweilig, dieses Theme. Wir haben ja schon ein bisschen was vom Retro-Theme gehört, als wir Shiny Giratina gefangen haben. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Okay, ich wollte gerade sagen, habe ich nicht noch Überwelle? Doch. Muss mal wieder einkaufen gehen. Nur noch 85? Schwach. Okay, aber es wackelt schon nur noch einmal. Schon einmal, ja. Also bei Legis, ihr seht schon, wie krass stark dieses Ding ist. Ja, bei Legis ist das halt, schon ein gutes Zeichen, sag ich mal. So, Tricky, du solltest ja lange überleben. Ihr seid ja beide Feuer. Schön, schön. Ich speichere jetzt ganz viele Hyperbälle. Ich kann ja zum Glück nicht aus Versehen den Meisterball schmeißen, weil den habe ich ja nicht mehr. Oh. Oh, oh, ja, ja, hey, das war viel zu einfach, hey, stopp, stopp. Hä? Hey, ich meine, ich hab Heatran. Juhu.
Und Scorpy Level 70. Jetzt kann ich die Höhle endlich wirklich verlassen. Das war überraschend einfach. Aber nehme ich mit. Klar kann man das hier auch shiny hunten. Ich meine, ich bin mir noch nicht sicher. Aber es kann gut sein, dass wenn man bei Heatran flieht, rausgeht und wieder reingeht, dass es dann wieder da ist. Kann sein. Müsst ihr selber ausprobieren. Speichert lieber vorher ab, bevor ich irgendeinen Müll laber hier. Heatran! Ja, es kann auch männlich sein, aber für mich, wie gesagt, war Heatran schon immer so eine Mutter. So eine Vulkanmutter. Es lebt in vulkanischen Höhlen. Dank seiner kreuzförmigen Klauen kann es sogar an der Decke oder an Wänden laufen. Krass. Übrigens heißt Heatran in jeder Sprache Heatran. Gibt es ja nicht so viele Pokémon, die überall gleich heißen. Fand ich lustig. Und das war offiziell die Afterstory. Mehr gibt's nicht. Ja, das war alles. Aber Leute, halt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr hier in Sinne zu erkunden. Und ich weiß auch schon ganz genau, wo wir beim nächsten Mal weitermachen. Also, seid dabei. Beim nächsten Mal von Leuchtende Perle.